Alfredo, was treibst du dich hier bei Schloss herum? Wollte ich nur fragen, ob Frau Gräfin da ist, Alter Tschekow. Ist nicht da. Ist schon lange nicht mehr da gewesen. Beinahe ein ganzes Jahr nicht. Was willst du denn immer von ihr? Ich will ihr Zukunft aus Hand lesen. Was? Du kannst wahrsagen? Aus der Hand. Ich kann auch wahrsagen. Aber nicht aus deiner Hand, sondern aus deinen Augen. Du treibst dich immer hier herum, weil du den Borko, unseren Stallburschen, sehen möchtest. Stimmt's? Ja, Alter Tschekow. Siehst du, hab ich dir aus den Augen gelesen. Und jetzt darfst du mir dafür was aus Hand vorlesen. Doch, da hast du sie. Also, was ist mit meiner Zukunft? Nicht viel. Deine Zukunft ist schon vergangen. No, 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 no. Du bist alter Mann. Ohne Frau, ohne Kinder, ohne Glück. Oh, Frauen und gerade Glück ist, das weiß ich nicht. Und Kinder, Kinder gibt's genug, auch ohne mich. Da, da, schau hin, kommt schon wieder ganze Schar mit dem neuen Verwalter. Ja, ist schon gut, Kinder, ist schon gut. Nun seid mal schön ruhig. Also, ihr seid alle die Besten. Meine Mamusch hat gesagt, du bist der liebste Mensch auf der ganzen Welt. Das hat mein Papusch auch gesagt. Ja. Darum bringen wir die Blumen hier und sollen ein Liedchen singen. Ja, das hat mein Papusch auch gesagt. Ja. Ja, dann mal los. Zwei, drei. Wir singen dir, wir bringen dir ein Liedchen dar. Die ganze Kinderschar wünscht dir ein schönes Jahr immer da. Nein, diese hier, ich bin schon sehr gespannt darauf. Stellt hübsch im Kreis euch her. Ach, auch jetzt kommt's auch schwer, an mir ein Lehrer hat's gemacht und ausgedacht. Das ist ja reizend. Julischa, Musika, sagen wir grüß Gott. Kilo K, Ekel K, sagen Jona Pott. Evika, die ach, diese kleine Gesellschaft. Aber mir ist sie lieber als die große Gesellschaft. Herr Verwalter, Herr Verwalter, Besuch ist da. Für mich? Ja, für Sie. Da kommt er, da ist er, der Besuch. Carli, das ist aber eine Überraschung. Servus, Tassilo. Soll ich Wein herausbringen? Natürlich, Tokaja, Czeko. Wie Herr Verwalter befehlt. Verwalter, also weißt, ich kann's immer noch nicht fassen. Du, der fescheste Husarenoffizier von ganz Wien und Budapest, ein Graf Tassilo entrö die Wittenburg als Gutsverwalter. Mit dem Grafen ist aus. Vor dir steht der Gutsverwalter Bela Törek, weiter nix. Also, hast du alles geordnet für mich? Ja, wie du es wolltest. Das Palais ist verkauft, das Gut und der Rennstall auch. Es ist alles bezahlt. Niemand hat mehr eine Forderung an dich. Gott sei Dank. Jetzt kann wenigstens kein Mensch mehr meinem armen Papa was nachsagen. Aber du hast dich geopfert. Gutsverwalter. Ich bin zufrieden, denn ich habe schon einiges vom Leben gehabt. Aber Lisa, meine kleine Schwester, die soll nicht erfahren, wie die Wirklichkeit ist. Was? Du hast dir's nicht gesagt, wieso mein Vermögen steht? Ich hab's nicht übers Herz gebracht, ihr zu sagen, dass wir eigentlich arm sind. Sie ist in Budapest in einem Pensionat und glaubt mich auf einer Weltreise. Dabei bin ich hier, ganz in ihrer Nähe und arbeite. Ja, und wir? Wir fehlen dir gar nicht? Doch, manchmal schon. Weißt du, manchmal reißt's mich schon richtig. Wenn der Geige Lied von der Pusta klingt, sitz ich oft allein hier beim Blaserwein. Denk, wie schön wär's bei euch jetzt zu sein. Wenn der alte Mond dort am Himmel droht, mild herum, sag ich Prost, mein Freund, guter Mond, überbricht deinen Lauf, hör mir zu, wenn
der schönen Zeit der Vergangenheit, wenn im Geist vor mir ich die Heimat seh, wird's ums Herz mir so wohl und so weh, wenn du wiederkehrst, wenn du heimisch wärst in das schöne Land, dort am Donaustrand. Ein Herr. Was für ein Herr? Oh, bitte schön, muss ein sehr feiner Herr sein, denn er schimpft uns ordinär. Da ist er, bitte schön. Noch einmal und noch einmal. Ist das ein Empfang für einen Fürsten Moritz Dragomir Populescu Puccescu? Ich bin gewohnt, dass man mir entgegenkommt. Wo ist der Verwalter? Er steht vor Ihnen. Herr Verwalter, es handelt sich um ein Souper heute Abend hier im Schloss für 30 Personen mit Zigeunermusik. Die Gräfin wünscht Zigeunermusik. Aber die Frau Gräfin ist doch gar nicht hier. Sehr gut, aber sie wird kommen. Bitte sehr, das ist doch gar nichts. Sie wird sogar gleich kommen, die ganze Gesellschaft. Ich staune. Staunen Sie nicht! Ein Verwalter hat nicht zu staunen. Sie dürfen staunen, Herr Rittmeister. Danke. Also Moritz, reg dich nur nicht auf. Nur Ruhe, Ruhe. Das muss ich nämlich immer zu mir selber sagen, sonst rege ich mich zu sehr auf. Ja. Also wo war ich stehen geblieben? Hier. Das weiß ich doch, bin ich doch nicht blöd. Sie haben gestaunt, gerade so wie wir alle gestaunt haben, als das da in der Zeitung stand. Lesen Sie, Baron. Bitte. Gräfin Maritza und Baron Koloman Tschupan empfehlen sich als Verlobte. Also was sagen Sie, empfehlen sich? Also Moritz, reg dich nun nicht auf. Nur Ruhe, Ruhe. Und hier wird es dann mit der Ruhe vorbei sein. Jubel, Trubel, Heiterkeit und Frohsinn wird in das Schloss einziehen. Und nach der Verlobungsfeier fahren wir alle wieder nach Budapest zurück. Also bereiten Sie alles vor, Herr Verwalter. Ich werde mich da schon erkenntlich zeigen. Aber bitte. Gelegentlich. Sie kommen schon mit 10 Equipagen. Also Moritz, reg dich nun nicht auf. Na, dein Idyll scheint zu Ende zu sein, Tassilo. Du hast ja gehört, sie fahren bald wieder weg. Herr Verwalter, sie kommt. Unsere Frau Gräfin kommt. Ja, Cecco, ich weiß. Stell dich mit dem Personal hier auf und begrüße die Frau Gräfin. Jawohl. Ich erscheine etwas später. In meiner Arbeitskleidung kann ich mich nicht gut sehen lassen. Komm mit, Stefan. Ja, komm, geh mal. Herkommen, bitte alles hier aufstellen, bitte schön. Ist der Wein da? Sind die Gläser da? Bitte, wir begrüßen unsere Herren mit Pusterkleidern. Lustigen Zigeunerweisen, gilt der Grund der Herren Kreisen zum Verlobungsfesten. Schönen uns auf allen Wegen fühlen, voller Lust entgegen. Wir sind froh, Gäste, wir haben Wahrheit.
Oh, ob ich ja gewusst, Frau Gräfin wird wiederkommen. Mein lieber, guter alter Cecco, wie geht es dir? Dass ich das noch erleben darf. Seid ihr alle zufrieden mit eurem Lohn? Ja! Gut, dann bekommt ihr ab morgen alle das Doppelte. Wo sind die Zigeuner? Gnädige Frau Gräfin, hier bitte. Oh, stimmt eure Geigen. Ich gehöre zu euch und ihr gehört zu mir. Schöne Maritza, da fällt mir etwas auf. Was denn? Wo ist denn der Bräutigam?
Ja, wo steckt denn dieser seltsame Baron Chupan, den gar keiner kennt? Ja, mein Bräutigam, der kann heute nicht kommen. Was denn? Verlobung ohne Bräutigam? Ja, das ist Moritz. Also reg dich nur nicht auf. Eine wichtige Familienangelegenheit hält ihm davon abzukommen. Ja, aber wir feiern zur gleichen Stunde. Ich hier und er woanders. Also das ist echt, Maritza. Und wie sieht er denn aus, der Bräutigam? Ja, so ungefähr wie... Wie ich? Nein. Nicht wie Sie, aber wie dieser junge Mann da. Wer ist das übrigens? Ich bin der neue Gutsverwalter und möchte mich Ihnen vorstellen, Frau Gräfin. Warum haben Sie sich denn nicht vorhin bei allgemeinem Empfang mit der Dienstboden vorgestellt? Weil ich war von einem Ritt zurückgekommen und musste mich erst umkleiden. Oh, das ist großartig. Großartig. Ja, haben Sie sich wenigstens hübsch gemacht? Na, ganz schön. Na, also bitte. Ja, und wo waren Sie zuletzt bedienstet? Ich habe meine Kenntnisse auf dem Gute des Grafen Andrew die Wittenburg erworben. Was? Auf dem Gut, welche Lisas Familie gehört? Ja, also da wird sich aber Komtesse Lisa wirklich freuen. Was, Komtesse Lisa ist auch hier? Na, was regt Sie denn dabei so auf? Kleine Herzensroman? Ja, wahrscheinlich. Ja. Der arme Verwalter und die reiche Komtesse. Frau Gräfin, ich bitte. Nein. Also ich kümmere mich nicht um die privaten Angelegenheiten meiner Angestellten. Ihren Arm, Fürst Populescu. Und nun, liebe Gäste, ins Schloss zum Verlobungsmahl. Jetzt bin ich wieder reisefertig. Ja, aber was machst denn du für ein Gesicht? Du, die Lisa ist da. Deine kleine Schwester? Ja. Du, was soll ich tun? Ja, die Wahrheit sagen, was sonst? Okay, es ist doch ein vernünftiges Mädel. Ach, man weiß nie, ob Frauen noch vernünftig sind, wenn man ihnen sagt, dass kein Geld mehr da ist. Vielleicht kannst du aus dem Weg gehen. Unmöglich. Ich habe mich hier als Bela Törig ausgegeben und das ist der Name unseres früheren Verwalters. Da wird sie mich sehen wollen. Das stimmt allerdings. Und wenn mich nicht alles täuscht, sucht sie dort schon auf der Schlossterrasse nach dir. Na, ich verschwind. Servus. Du bleib doch. Nein, ich will bei der Begrüßung nicht dabei sein. Derek! Lisa! Tassilo, du bist... Lisa, meine liebe Schwester, das ist doch was süß. Du bist... Und die drinnen haben mir gesagt, unser früherer Verwalter, der Törek, wäre draußen. Das ist eine Überraschung, was? Gut schaust du aus. Eine richtige junge Dame bist du geworden. Naja, freust dich drüber? Ja, und wie? Mit so einer erwachsenen jungen Dame kann man doch schon ein vernünftiges Wort reden. Aber warum so feierlich? Habe ich schon wieder mal was angestellt? Nein, du nicht. Na, du doch auch nicht, oder? Musst mir was beichten? Leider. Ich bin hier nicht eingeladen, wie du vielleicht denkst, sondern ich bin hier Verwalter. Na, du machst einen Spaß, Tassi. Wirklich nicht? Dann weiß ich warum. Du bist hier in der Gegend in eine Dame verliebt und um in ihrer Nähe zu sein, spielst du den Verwalter, stimmt's? Nicht so laut, sonst werde ich entlassen. Ah, solche Geschichten kenne ich aus den Romanbüchern. Aber pass auf, für mich bist du also der Verwalter Törek. Keine Angst, ich verrate dich nicht. Vielleicht ist es so das Beste, meine liebe Schwester. Ich finde es furchtbar romantisch. Manchmal ist es auch ein bisschen hart. Aber das soll dich nicht belasten. So. Seid ihr Menschen gebunden?
kleiner Fratz, süßer Schatz, setz dich einmal her. So vergnügt, so beglückt, war ich lang nicht mehr, wenn wir auf grüner Flur Kinder nur sprangen. Ich und du immer zusammen, glaubte mir, was da lacht, Blumen zier, weil es bracht, alles ist für uns gemacht. Schwesterlein, Schwesterlein, sollst mir fein glücklich sein, Schloss zurück zur Gesellschaft, kleiner Lisa. Warum denn? Ich finde sie im Park viel schöner. Und wir haben uns so lange nicht gesehen. Vielleicht erzählst du mir auch, wer die Dame ist, wegen der du hier den Verwalter spielst. Bestimmt nicht. Aber ich zeige dir Ilonka. Also doch. Und wo ist die Angebetete? Im Stall. Komm mit. Sie sollen leben! Oh, 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 oh. Es bricht mir zwar das Herz, dass ich nicht der Bräutigam bin, aber ich bin großzügig. Es sind schon andere abgeblitzt. Moritz, reg dich nur nicht auf. Nur Ruhe, Ruhe, Ruhe. Habe ich aber eine Idee und einstimmig beschlossen, dass jeder Herr anstelle von abwesenden Bräutigam einen Verlobungskuss von der schönen Maritza bekommt. Ja. Aber das ist noch gar nichts, bitte sehr. Als Hauptabgeblitzter bekomme ich sogar zwei. Nein, bitte, meine Herren. Mein Bräutigam ist rasend eifersüchtig. Oh. Aber der ist noch meilenweit weg. Frau Gräfin. Was gibt's, Checo? Frau Gräfin, im Empfangszimmer wartet Baron Koloman Chupa. Oh, der Bräutigam? Das ist doch nicht möglich. Also ist er doch gekommen. Na, schade. Na, also herein mit ihm. Nein, ich muss ihn zuerst alleine sprechen. Lasst euch, liebe Freunde, nicht stören. Ich bin gleich wieder da. Also? Baron Kolomatschupan aus Varastin. Sehr angenehm. Habe ich bitteschön vorgestern in Zeitung gelesen, dass ich mit Ihnen verlobt bin, Gräfin. Also, mein lieber Baron, Sie haben sich vergeblich herbemüht. Mein Bräutigam ist ein anderer Baron Schupan. Ausgeschlossen. Bin ich bitte einziger Stammbäumling von ganzer Familie, allerletzter Schupan. Kann gnädigst also nur mit mir verlobt sein. Ja, da muss ich Ihnen die Wahrheit sagen. Oh, bitte. Ich bin gar nicht verlobt. Ich habe meinen Bräutigam nur erfunden, um endlich die vielen lästigen Anbeter loszuwerden. Den Namen Schupan habe ich aus einer Operette, aus dem Zigeunerbaron. Ah, das ist der mit den vielen Schweindeln? Na, bitteschön, habe ich auch. Und außerdem bin ich sehr jung, sehr reich, sehr schön und sehr gescheit. Na? Jawohl, sehr gescheit. No, ich weiß, habe ich nur auswendig dummes Gesicht, aber inwendig bin ich sehr gescheit. Also, schöne Gräfin, ich bitte mich ein bisschen zum Heiraten zu benutzen.
bitte nicht lachen, der Ise, der Sachen, der Amor, der hat mich so gepackt. Die Urkraft der Triebe, das Feuer der Liebe, ich weiß nicht genau, wie man das sagt. Ich bin des Erbes nicht, dass sie gar so plötzlich, so stürmisch ihr Fels für mich entdeckt. Sie sparen mit Worten, nicht mit Worten, doch müssen sie noch warten, sie hat mich erschreckt. Das geht nicht, ich dichte nicht, ich red nicht, ich bin auch kein Poet nicht, ich sage nur, komm mit nach Varastin, solange noch die Rosen blühen, dort wollen wir glücklich sein, wir beide ganz allein. Du bist die schönste Fee, von Debrecen bis Plattensee, drum möcht mit dir ich hin nach Varastin. Denn meine Leidenschaft brennt heißer noch als Gulaschfahrt, und in der Brust als Bett wird schallt hier und hier. Komm mit nach Varastin, solange noch die Rosen blühen, dort ist die ganze Welt noch rot, weiß, grün. Moment, bitteschön, was ist nun, schöne Maritza? Bin ich jetzt Bräutigam oder bin ich es nicht? Ja, das muss ich mir noch überlegen. Jedenfalls kommen Sie erst einmal als Gast mit zur Gesellschaft. Da drin singen Sie und sind vergnügt. Da kannst du doch auch mitmachen. Du brauchst nicht hier als Zaungast im Park zu stehen wie ein Mauerblümchen. Aber Lisa, hast du schon viele vergessen? Ich bin doch nur Verwalter hier. Richtig. Das hätte ich bald wirklich ganz vergessen. Lass dir aber durch mich den schönen Abend nicht verderben, Lisa. Amüsier dich gut. Sei lustig. Und was machst du, Tassilo? Ich höre mir die Fröhlichkeit von draußen an. Auch ganz hübsch. Oh, ich hoffe, du gibst die Komödie bald auf. Aber die Männer sind schrecklich, wenn sie verliebt sind. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Oh, hast du eine Ahnung, liebes Kind? Ich und verliebt, ich habe ganz andere Sorgen. Herr Verwalter, Herr Verwalter. Was gibt's, Checo? Frau Gräfin schickt dem Herrn Verwalter ein Flascherl Wein heraus und lässt sorgen, er soll sich heute Abend auch einen guten Tag machen. Lässt sie sagen. Dann sage ihr, dass ich herzlich danken lasse. Ich stelle ihn da her. Auf Gartentisch auch. Wohl bekomm's, Herr Verwalter. Danke, danke. Wohl bekomm's. Recht so. Das Schicksal hat mich vor die Tür gesetzt. Da gehöre ich her. Da ist mein Platz. Oh, ich war einst ein feiner Schardas Kavalier. Hab kommandiert Zigeuner, gerade so wie ihr. Hab mir die süßen Geigen singen lassen, die Dukaten springen lassen, gerade so wie ihr. Ihr müsst nicht gar so stolz drin sitzen heute bei. Wer weiß, vielleicht wird's morgen anders wieder sein. Vielleicht wird morgen die Zigeuner wieder ganz genau dasselbe Lieder anderswo zum Wein. Kommt Zigan, kommt Zigan, zeig heut, was du kannst. O komm und nimm deine Geige und spiel mir was vor. Spiel, wie's mein Herz auf Freude tanzt. Ich geb dir alles, was du willst.
Frau Gräfin, bitte zu verzeihen, Wein und Stimmung rissen plötzlich so mich hin. Jetzt kann ich nicht singen wie vorhin, weil ich nicht mehr in Stimmung bin. Was heißt das Stimmung, wenn ich es wünsche? Was heißt das Stimmung? Ich will, dass Sie singen, ach, singen Sie doch noch einmal, so gut ist es. Das Lied weckt gewisse Erinnerungen in mir, und ich bitte Sie, Frau Gräfin, von Ihrem Wunsche abzusehen. Hören Sie, mein Herr, ich bin nicht gewohnt, wenn ich etwas will, ein Nein zu hören. Das wäre heute das erste Mal. Dann ist es zum ersten Mal, Frau Gräfin, vergessen. Ich bin hier nur Verwalter. Wenn sich Frau Gräfin amüsieren wollen, hier sind die Zigeuner. Ich sehe, dass wir uns nicht verstehen, Herr Verwalter, Sie können gehen. Abgebaut. Aber gnädigste Gräfin, bitte nicht ärgern. Der Wagen steht bereit. In einer halben Stunde sind wir drinnen, joi, Momo. Wir fahren alle in die Stadt hinein. Na, Moment, das geht nicht so schnell. Das geht noch viel schneller. Bitte sehr, das ist doch gar nichts, nein. Wir fahren nicht nur in die Stadt hinein. Ja, wir fahren gleich hinein. Ja, wir fahren, wie wir gehen und stehen sofort ins Tabarett. Wir gehen ins Tabarett. Wir gehen ins Tabarett. Ins Tabarett. Geigschall, Lichter blitzen, Stimmung ganz famos. Kinder flitzen, Mädel sitzen, alten Herren am Schoß. So ein kleiner Mullatschakka, Mullatschakka, Mullatschakka. Das ist bitte mein Geschmack, das ist mein Geschmack. Ist mein Geschmack. Heute um 10 sind wir im Tabarett. Oh, schon 100 Flaschen Shampoo stehen. Heute trinken wir die Nacht, wir tanzen und wir lachen. Wenn der Schmack an der Kram, heute ist uns alles ganz im Fall. Was will denn die kleine Zigeunerin da? Wer bist du? Was willst du hier? Will die Frau Gräfin nicht geruht, einen Blick in die Zukunft zu tun? Aber Maritza, Farsan? Aber Fürst, das ist doch sehr interessant. Ach so. Ehe ein kurzer Mond ins Land mag entfliehen, wird dein stolzes Herz in Liebe erglühen für einen schönen Mann von edler Herkunft. Edelmann und Kavalier. Also binnen 4 Wochen soll sie sich verlieben in einen Kavalier, in einen bildschönen Mann. Also das kann nur ich sein. Also Moritz, reg dich nur nicht auf. Maritza, es ist schon alles zur Abfahrt bereit. Darf ich in Ihren Wagen an Ihrer Seite sitzen? Ich verspreche Ihnen, Maritza. Nein, nein, das versprach die Gräfin mir. Nein, 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 bitte, das versprach sie mir. Ich bitte, meine Hemme still, in meinem Wagen fährt der Will, denn ich bleibe hier. Sie sollen fort und sie bleiben hier. Was? Sie sollen fort.
nicht vernehmen, darum bleibe hier. Hier gibt's einen Edelmann, weit und breit keinen Mann, der gefährlich werden kann, keiner weiß, wer man. Der keine Mann! Ja, darum bitte ich auch jetzt zu gehen, nach den Wochen gibt's ein Wiedersehen. Zum Abschied, schöne Marie. Nein, den bekomme ich, bitte schön. Ich bin der Bräutigam. Ja, aber auch ein abgeblitzter. Und ich krieg sie doch noch. Niemals! Moritz, reg dich nicht auf. Nein. Nur Ruhe. Ja. Den Herrn jetzt nicht gehen, fahrt in eine letzte Equipage vor der Nase. Ja, ich mache mal. Willkommen, komm du nach. Ja, jetzt muss ich auch noch Dauerlauf machen. Moment, ich will nicht kommen. Halt, Checo, das hast du großartig gemacht. Frau Gräfin, wollen wirklich da bleiben? Ja, wenn ich hier bleibe, kann die Prophezeiung der kleinen Zigeunerin nie in Erfüllung gehen. Denn hier gibt es keinen Edelmann, der mir gefährlich werden kann. Nein. Frau Gräfin? Ah, Herr Verwalter, mit Hut und Mantel? Frau Gräfin hat mich ja entlassen. Allerdings. Aber weil Sie mich so schön gebeten haben, dürfen Sie wieder bleiben. Gebeten? Gebeten habe ich Sie eigentlich nicht. Ja, das können Sie wohl gar nicht. Soll ich Sie vielleicht bitten? Das können Sie bestimmt auch nicht. Nein, aber einer schönen Frau muss man kleine Launen verzeihen. Gewiss. Ich gehe jetzt schlafen. Leuchte mir voran, Checo. Bitte sehr, gnädige Frau. Bitte schön. Jetzt will ich für Sie singen. Komm, Zigan, komm, Zigan, was vor. Komm, Zigan, zeig heut, was du kannst. O komm und nimm deine Geige und spiel mir ins Ohr. Spiel, bis mein Herz vor Freude tanzt. Ich geh alles, was du willst, wenn du Rosen spielst, wenn du meine Freuden, meine Schmerzen mit mir fühlst. Ja, ja, ja. Komm mit Zigeuner, komm mit Zigeuner, spiel mir was vor. Esel, ja. Das ist genau das rechte Wort für mich. Aber bitte, was soll ich machen? Ich bin verliebt. Also, Sie glühen immer noch für Maritz. Ja, ich weiß, glühe ich. Also bitte, ich bin reinstes Glühwürmchen. So, damit Sie es nur wissen. Maritz macht sich nicht so viel aus Ihnen, Sie Würmchen. Wie? Sie Wurm. Ach, ich bin ja so unglücklich. Sind Sie am Ende auch unglücklich verliebt? Ja. Aber sagen Sie, kommt es. Was ist das eigentlich für ein blöder Kerl? Den, was Sie haben lieb und der, wo das nicht erwidert? Der schaut genauso aus wie Sie. Also kompletter Trottel. Ja, wenn ich nicht so verliebt wäre in die Maritza, dann... Was dann? Dann möchte ich ganze Nacht von Ihnen träumen. Können Sie wenigstens das, Baron? Wenn ich abends schlafen gehe, was ich tue zumeist, viele schöne Frauen sehe ich dann im Geist.
schwarze, rote, blonde zeigt mir die Fantasie, alle wunderschön, reizend anzusehen. Jede küsst mich nach der Reihe, wie es kommt gerad, nur du warst leider nie dabei, und das ist schad. Darum möcht ich herzlich bitten, dass du mir einst einmal auch im Traum erscheinst. Ich möchte träumen von dir, mein Putzikan. Ich möchte träumen von dir, mein Mutzikan. Wir beide zwei, ein Lampenschimmer, ganz allein. Ich und du beim ersten Rendezvous. Ich möchte träumen, dass du im Arm mir liegst. Ich möchte träumen, dass du dich an mich schmiegst. Dass wir das höchste Glück auf Erden brauchst, nicht rot zu werden. Was geträumt wird, ist nicht passiert. Träumen, dass du im Arm mir liegst. Ich möchte träumen, dass du dich an mich schmiegst. Das wär das höchste Glück auf Erden. Brauchst nicht rot zu werden. Was geträumt wird, ist nicht passiert. Ja, bitte. Herein. Ah, Sie sind es, Herr Verwalter. Was wollen Sie denn? Ich bringe die Rechnungsabschlüsse. Na schön. Legen Sie vor. Da wäre zunächst der Bericht über die Meierei. Ah, das ist das, wo die Milch fabriziert wird. Wie? Ja, also von den 1240 Kühen wurden ca. 36.000 Liter Milch gewonnen. Sehr schön. Das ist die süße Milch. Wie bitte? Sehr richtig, sehr richtig. Bitte weiter. Die 823 Ochsen brachten einen Ertrag von 65.000 Kronen. Aha, die Ochsen. Das ist die saure Milch. Sie meinen? Ja, nein. Genug, genug, genug. Ich will für Geschäfte mich nicht interessieren. Ich will, dass Sie mich jetzt amüsieren. Ich nehme an. Sie nehmen an. Ich nehme an. Sie nehmen an. Nehmen wir zum Beispiel an, dies wäre ein Balsalier. Ein Balsalier. Nehmen wir zum Beispiel an, dies wäre ein Kavalier. Ein Kavalier. Der getreizet unterhalten kann. Wir nehmen an. Wir nehmen an. Nehmen wir zum Beispiel an, ich wäre nicht, was ich bin. Und Sie wären gnädigste des Festes Königin, die entzückend, ganz entzückend kokettieren kann. Oh, bitte sehr, wir nehmen Jano an. Nehmen wir an, ob Sie wären auf diesem Ball. Was würden Sie tun? Ich würde sagen, schöne Maritza. Ja, und mir den Hof machen wie all die anderen. Ganz wie die anderen und doch anders. Ich würde sagen, Sie haben so viel Millionen, als Sie Reize haben. Und doch sage ich, arme Maritza. Wieso? Weil Sie jedem Manne mit Misstrauen begegnen. Ja, so ist es. Aber wenn wirklich einmal einer käme, an dessen Liebe und Treue ich glauben könnte, und wenn Sie dieser eine wären? Dann würden alle Glocken der Freude in mir klingen und ich würde ausrufen, Herrgott, was ist denn heut los? Herrgott, was hab ich denn bloß? Dass ich so selig bin, dass ich so fröhlich bin. Herrgott, wenn ich nur wüsst, was mit mir heut passiert. Das freut mein Blut so pulsiert. Das freut mein Blut so pulsiert. Herrgott, ach Herrgott, was kann das nur sein? Ach, jetzt fällt mir ein. Einmal mehr.
Ja, bitteschön, aber im Laufe von 4 Wochen. Und 4 Wochen sind um und da wollte ich nur wegen Verlobung mit Ihnen sprechen. Mm. Ja, also, bitteschön, da ist die Maritza, ist kleines Hindernis aufgetreten. Allerdings. Ja, habe ich nämlich von meinem Anwalt Brief bekommen, dass ich muss bis zu meinem 30. Lebensjahr heiraten, ganz ein armes Madel, was hat nicht einmal ein Hemdel auf Leibel. Was? Ja, und wenn ich heirate, reiches Mädel mit Hemdel auf Leibel, dann geht ganzes Geld an Hundespital in Varastin. Dann ist es wohl am besten, wenn wir unsere Verlobung wieder lösen. Darf ich Frau Gräfin dazu gratulieren? Nix, er gratuliert. Ich gratuliere. Jetzt habe ich wieder Chancen. Fürst Populescu, Sie auch hier? Ja, 4 Wochen sind um. Die schöne Maritza hat sich nicht in einen Kavalier verliebt. Und jetzt bin ich wieder an der Reihe. Wir feiern ein Entlobung. Ja, wir fahren sofort nach Budapest ins Tabaret. Ach, dazu habe ich keine Lust. Ja, das habe ich mir gedacht. Und darum alles mitgebracht. Gesellschaft, Zigeuner, Kellner und alles, was zu Tabarin gehört. Ja, wenn es gilt, galant zu sein, ist ein Fürst Moritz Dragomir Populescu Pocescu niemals zu schlagen. Oh, no. Reg dich nur nicht auf, Moritz. Nur Ruhe. Ruhe, sagen Sie? Im Gegenteil, dann muss ich mich ja sofort umziehen. Oh, darf ich Ihnen dabei sofort behilflich sein, schöne Maritza? Wir sind entlobt. Schade. Weg ist sie. Abgeblitzt. Nun, Herr Verwalter, was stehen Sie noch da? Ziehen Sie sich doch auch einen Frack an. Heute dürfen Sie mal zuschauen, wie sich feine Leute unterhalten. Wie Sie wünschen. Darf ich die Herren in den Ballsaal bitten? Diener wissen nicht, wie man dekorieren soll. Ist gut, Checo. Komm, Fredel. Auf Wiedersehen, Herr Wiedersehen. Warte, Rick, auf die Kurve. Nein, das halte ich nicht aus. Ich fahre morgen früh nach Wien. Nur weg von hier. Ich muss das gleich dem Karl Stefan schreiben. Die schöne Gräfin wird nichts dagegen haben, wenn ich ihren Schreibtisch, Papier und Feder benütze. Also, lieber Freund, wenn ich auch arm bin und meine Titel hier nicht führen kann, du weißt es, dass 16 Ahnen erröten müssten über das, was ich hier erdulden muss. Nein, ich kann nicht davonlaufen vor 2 schönen Augen und 2 eingebildeten Affen. Du, lieber Freund, kennst die Gründe, die mich hier festhalten. Ich werde nicht ruhen, bis ich mein Ziel erreicht habe. Die Mitgift und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Oh, was schreiben Sie da, Herr Verwalter? Nichts, gnädige Frau. Ich staune. Über mein Kleid? Über alles. Ich möchte sagen... Und warum sagen Sie es nicht? Weil ich... Weil Sie nur ein Verwalter sind? Schade. Ich hätte es gerne einmal gehört, wie Sie sprechen würden, wenn ich nur ein ganz einfaches Mädel wäre. Dann würde ich gar nicht viel sagen. Ich würde sie in meine Arme nehmen und würde sagen, ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb. Und was noch? Mein lieber Schatz, zieh an dein schönstes Kleid. So gegen 10, mein Liebchen, sei bereit. Ich warte auf dich im Dunkeln vor dem Tor. Heute hab ich mit dir was Besonderes vor. Die Stunde ist da, sie kommt mit leisem Schritt und bringt ein ganzes Herz voll Seligkeit. Nun frage nicht, mein Liebchen, wohin. Deine Augen nur fest zu und komm mit mir. Sag ja, mein Lieb, sag ja, solang das Glück dir noch nahe.
Kommt es Lisa, bitte. Warum wollen Sie denn von mir weglaufen im Park hinaus? Ich muss Ihnen doch etwas Wichtiges sagen. Was wird das schon sein? Zwischen mir und Maritza ist es aus. Huh? Zu spät, mein Herr. Bei mir sind Sie abgemeldet. Sie werden es bereuen. Warum? Das werden Sie gleich hören, bitteschön. Junger Mann, ein Mädchen liebt, das ihm den Laufpass gibt. Er sagt, das ist so dumm und fragt, warum. Junges Mädchen spricht bewegt, ich hab es überlegt. Er sagt, ach bitte nimm es nicht so schlimm. Mit ganz belegter Stimme sagt sie zu ihm: Behüt dich Gott, komm gut nach Hause. Ich geh dorthin, wo andere hübsche Männer sind. Es hat eine andere Mutter auch ein schönes Kind. Behüt dich Gott, sei heiß geküsst, aber jeder Schmerz an meinem armen Herzen frisst. Wenn ich dich gar so leiden sieh, ach Gott, wie tut das scheiden weh, besonders wenn man doch nicht verheiratet ist. Darf ich bitte eintreten, gnädigste Gräfin? Ja, Fürst, kommen Sie. Bin schon da, um die schöne Maritza an meinem Arm in die unteren Räume zu führen, wo ganze Gesellschaft wartet. Ach, das ist ja sehr interessant. Was denn? Seit wann erledigt der Herr Verwalter seine Privatkorrespondenz auf Ihrem Schreibtisch? Wieso? Da liegt ein Brief. Den scheint er vergessen zu haben. Bitte geben Sie her. Liebe Freund, wenn ich auch arm bin und meine Titel hier nicht führen kann, du weißt ja, dass 16 Ahnen erröten 16 Ahnen, alter Adel, ganz alter Adel, Radfahrer, Kreuzfahrer. Aber du, lieber Freund, kennst die Gründe, die mich in diesem Hause festhalten. Ich werde nicht eher ruhen, bis ich mein Ziel erreicht habe, die Mitgift und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft für Lisa und... Moritz, reg dich nur nicht auf. Nur Ruhe, Ruhe, Ruhe. Also bitte, Fürst, wie deuten Sie diesen Brief? Ja, das ist eben ein sehr praktischer Herr, dieser Herr. Der will sein altes Wappenschild mit reicher Heirat ein bisschen auffrischen, dann scheiden lassen und kommt es Lisa heiraten. Nein, das ist unmöglich. So kann man doch nicht heucheln. Maritza, überlassen Sie ihn mir. Ich schleife meinen Säbel und schieße ihn nieder. Den bring ich um wie ein Paprikahände. Moritz, reg dich nur nicht auf. Nur Ruhe, Ruhe. Nein, diesen Zweikampf führe ich selber und das noch heute Abend. Vor der ganzen Gesellschaft. Thank you.
Zigeuner, das uns sein Gesicht betrifft, spielt dazu Zigeuner. Erst wenn du auch traurig bist, ist halt wieder einer, wenn er so wie die anderen ist, spielt dazu Zigeuner. Was diese tolle Laune wohl bezweckt. Ach, Herr Verwalter, ach, Herr Verwalter, Sie vergessen an den Schuldigen Respekt. Ein Glas Sekt will ich noch trinken. Hören Sie, was ich befahl. Oh, ich brauche nur zu winken. Sie gehorchen und haben Sie denn nicht gehört? Ich wünsche ein Glas Sekt. Checo, die Frau Gräfin hat einen Auftrag für dich. Haben Sie doch nicht gewusst.
hab mich einmal toll verliebt, Spielerzu, Zigeuner, so wie man nur einmal liebt, Spielerzu, Zigeuner. War ein stolzes, schönes Weib, Spielerzu, Zigeuner, aber hat kein Herz im Leib, Spielerzu, Zigeuner. Spiele bitte viel. Fürstlich will ich dich beschenken. Hei, Zigeuner, sollst dran denken. Aber spiele bitte Da ist das Geld. Da, hier, nehmt. Frau Gräfin glaubten wohl, ich hätte das Lumpiergeld für mich genommen. Aber sie haben sich geirrt. Komm, Zigan, komm, Zigan, spiel mir was vor. Komm, Zigan, zeig heut, was du kannst. Oh, komm und nimm deine Geige und spiel mir ihn so, spiel, bis mein Herz vor Freude tanzt. Ich geb dir alles, was du bist, wenn du nur schön spielst, wenn du meine Freuden, meine Schmerzen mit mir fühlst. Ja, 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 komm, Zigan, komm, Zigan, spiel mir was vor. Komm, Zigan, spiel mir was ins Ohr. Ist ja ganz verrückt geworden. Wirft alles Geld den Zigeuner hin und tanzt wie besessen. Und Maritza, die macht ein Gesicht, als wenn Himmel herunterfällt. Wie ein kurzer Mond ins Land morgen wird dein stolzes Herz in Liebe. Scheinheilig kommt es, Lisa. Aber Tassilo. Schwesterlein, Schwesterlein, sollst mir fein glücklich sein, Sonnenschein.
Komm, Lisa, wir gehen. Was soll das? Ja, Mama, ich habe gerade geträumt, ich bekomme Kuss von schönem Mädchen. Gussel war schon ganz nah und da aus. Aufstehen, Fürst, ja, aufstehen. Ja, bitte. Ach, na, was ist denn? Was willst du denn, Kleine? Joi, Mama. Joi, das ist ja die schöne Maritza. In Tracht wie Bauernmadern. Oh, Maritza, wenn ich sie so sehe, ich möchte gleich wieder mit Ihnen Schardas tanzen. Ja, muss denn immer getanzt werden? Jawohl, bitteschön. War ich unlängst bei Hochzeit eingeladen und da haben wir getanzt 2 Tage lang. Bitte sehr, so gar nichts. War ich unlängst eingeladen bei Scheidung. Ja. Die tanzen heute noch. Ja. Also bei mir wird heute nicht getanzt, sondern gearbeitet. Gewas? Gearbeitet. Und nach der Arbeit dürfen Sie dann mit mir in der Charda zum blauen Kukuruz tanzen. Wo Geigen winzen, wo Zimbal wiecher und wo es noch keine modernen Tänze gibt. Unger Mädel haut wir Hosen, dazu fehlt ja gar nix. Braune Burschen, enge Hosen, Schnurrbart schwarz wie Schuhmix. Tanzen, dass die Fetzen fliegen, Leijusch, Balli, Miklosch. Sieh, ein Mädel aus Fleisch und Blut, rechts und links ein Kiebosch. Hab ich gar nicht gewusst. Maritza kommt tanzen wie Baba. Oh, so wollen ich nicht so verliebt werden, die kommt es Lisa. Ich tät mich aufs Neue wieder verlieben mit Maritza. Bitte schön. Gar nicht nötig. Ich bin schon zufrieden mit einem Kuss, Baron Schuppan. Aber bitte? Was denn? Warum denn von dem und nicht von mir? Nun, wird's bald. Ja, aber geht wirklich nicht. Übertreibe herunter, komm, Verwalter. Reisefertig, wie ich sehe. Gerade deshalb will ich jetzt schnell einen Kuss. Komm her. Aber Maritza, ich... Küsse mich oder du kriegst Ohrfeige. Ja, du, bitteschön, da ist der Kuss. Das ist ein Kuss? Das ist doch kein Kuss, das ist doch eine Beleidigung. Also schnell bitte noch richtigen Kuss. Also bitte bekommst du richtigen Kuss hier. Oh, mein Stirne, joi, Mama hat die harten Kopf. Also bitte, Maritza, das war auch kein Kuss, das war Körperverletzung. Oh, ich zerspringe vor Eifersucht. Also Maritza, reg dich nur nicht auf. Verzeihen Sie, wenn ich die zärtliche Szene stören muss. Ah, Herr Verwalter, wünschen Sie noch etwas? Ja, hier sind die Aufzeichnungen für meine Nachfolger. Richtig. Meine Herren, bitte gehen Sie jetzt an Ihre Arbeit. Jawohl. Also, wie Gräfin Maritza befehlen? Also, ich gehe in Kuhstall. Und ich gehe in Käserei. Oh, mein Gott. So ein Käser. Nun, Herr Verwalter, noch etwas? Mein Zeugnis. Gut, ich will es gerne schreiben. Moment. Papier, Tinte, Feder.
So, also. Bela Törek war bei mir Verwalter. Ein guter Verwalter. Und hat treu und ehrlich gedient. Wie nie ein anderer zuvor. Wie nie ein anderer zuvor. Haben die Frau Gräfin den anderen? Ja, den habe ich. Das habe ich gesehen. Schreiben Sie weiter. Er hing mit großer Liebe an seiner Herrin. Haben Sie die große Liebe? Die habe ich auch. Er wäre nie gegangen, wenn man ihm nicht bitter Unrecht getan hätte. Haben Sie Unrecht? Nein, eine Frau hat nie Unrecht. Wenn sie einen Dickschädel hat, haben Sie einen Dickschädel? Keinen größeren als Sie. So, fertig. Hier haben Sie Ihr Zeugnis. Stecken Sie es ein. Ja, danke. Noch etwas? Ja, ich möchte Ihnen noch zu Ihrer Verlobung gratulieren. Das können Sie auch. Baron Chupin wird ein sehr liebevoller Gatte werden. Das habe ich bemerkt. Und haben Sie sonst noch etwas zu bemerken? Ja, nein. Na, dann leben Sie wohl. Aus. Ganz aus. Ach, die Frauen. Eine ganz hübsche Erfindung. Aber sie wachsen uns halt über den Kopf, wie so viele schöne Erfindungen. Wer hat euch gedacht, ihr süße Frau, der Schöpfung zierde? Wer hat euch gemacht, zu unserer Lust und unserer Würde? No, wie gefällt Ihnen hier in Käserei, Herr Baron? Gar nicht. Der Kuhstall hier neben Käserei, bitte, ist sehr störend. Und außerdem habe ich geglaubt, der Käse wäre schon fertig und ich brauchte nur noch Löcher bohren, no? Und? Dabei ist der Käse noch gar kein Käse. Der wird schon noch. Sie müssen ihn nur fest dricken. Dricken, dricken. Ich würde viel lieber dricken, kleines Mädel. Aber Herr Baron, oder vielleicht so eines, wie gerade schaut zur Türe herein? Was für Mädel schaut wo herein, bitte schön? No, da. Komtess Lisa. Was? Geh weg, geh weg. Lisa, Komtess, entschuldigen Sie bitte, ich wollte Ihnen gern die Hände trinken, aber ich bin ganz voll Käse. Ich habe Sie ja nur gesucht, um Abschied von Ihnen zu nehmen. Abschied? Ja, ich gehe fort mit meinem Bruder. Es ist aus mit dem Vergnügen. Wir müssen arbeiten. Arbeiten? Nun, warum bitte? Weil ich ein armes Mädel bin. Oh, armes Mädel. Was? Was haben Sie gesagt? Haben Sie armes Madel gesagt? So ganz armes Mädel, das hat nicht einmal Hemd auf Leibel? Hemd habe ich noch. Das müssen wir sofort wegwerfen, bitteschön. Nein, bitte. Ja, bitte. Wenn Sie nämlich haben Hemd auf Leibel, fällt ganzes Geld auf Hundespital in Warastin. Wenn aber nicht, Lisa, dann kann ich doch endlich vor Sie hintreten, Ihnen die Hand reichen. Nein, da ist Käse dran. Also ja, pardon. Dann den Mund und kann Sie fragen, Lisa, im Namen unserer zukünftigen Kinder, wollen Sie das meinige werden? Super! Ich werde das Ihrige. Lisa, joi, Mama, Gott, bin ich glücklich. Und jetzt nehme ich dich sofort mit mir. Wohin bitte? Komm mit nach Varastin, solange noch die Rosen blühen. Dort wollen wir glücklich sein, wir beide ganz allein. Du bist die schönste Fee, von der Fretzin bis Plattensee. Drum möcht mit dir ich hin, nach Varastin. Denn meine Leidenschaft brennt heiß noch als Gulaschsaft und in der Brustanzwelt wird schon was mehr und hin. Komm mit nach Varastin, solange noch die Rosen blühen, dort ist die ganze Welt um Rot, Weiß, Grün. Also siehst du, Penny, Jack,
Das ist das Schloss von Gräfin Maritza. Sehr, sehr, sehr. Ja, jawohl, gnädige Frau. Ganz recht, ja. Das ist Halle vom Schloss von Gräfin Maritza. Wen darf ich melden, bitteschön? Benizek. Fürstlichen Gnaden, der Lieben zu befehlen. Sag ihm, wenn er melden darf. Ich schaue mir inzwischen hier die Gobelins an. Jawohl, fürstliche Gnaden. Also, mein lieber Kollege, komm mal her da. Bitte sehr. Wie heißt du? Cecco. Also gut. Also pass mal auf, mein lieber Cecco. Cecco. Wo sag ich du? Also du gehst sofort zu deiner Herrschaft, ja, und meldest, ja, dass ihre durchlauchtigste Durchlaucht, die Fürstin Božena Gudenstein aus Chlumec, hier angekommen ist. Ja, will ich sofort. Da kommt der Tassilo. Tante Božena. Ja, ich bin's, Tassilo. Sie ist da, aber oh, seit 15 Jahren habe ich dich nicht gesehen. Jei, Benizek. Ja. Sei bewegt und geriert. Mit pochendem Herzen. Nicht wahr, mein lieber Tassilo? Ich bin ein bisschen älter geworden, oh, was? Mann. No, ja, no, 60 Jahre. 5 Jahre war ich in Gastein, sonst wäre ich 65. Ja, 4 Jahre war sie in Abbazia, sonst wäre sie 69. Benizek, jetzt geh weg, ja? Ich werde dich rufen, wenn ich dich wieder brauche. Ja, ihr Wunsch ist mir Befehl. Du lachst, Tassilo. Aber der hat eine sehr vornehme Bildung, der Benizek. Aber jetzt zu dir. Jetzt sag einmal, warum hast du einen Posten als Verwalter angenommen, wo du so ein eine reiche Tante hast. Meine reiche Tante anpumpen, das liegt mir nicht. So, das liegt dir nicht. Warst du zu stolz, was? Ja, du kannst nicht zu mir kommen, nein, nein. Aber dein Erbgut verkaufen, das kannst du, ja. Das ist nun einmal geschehen. Aber wo? Nix ist geschehen, gar nix. Dein Freund, der Karl Stefan, der hat mir alles gesagt und da hab ich den ganzen Krempel mit Butz und Stingel wieder zurückgekauft. Was hast du getan? Ja. Komm her, umarm deine alte Porzellantante. Ach Gott, was warst du immer für ein lieber, herziger Bub, du. Dauernd hast du mir die Zunge herausgestreckt. Ja. Benizek. Ja. Komm her. Fürstliche Gnaden belieben zu befehlen. Oh, Benizek, weine. Mit Vergnügen. Ja, so ist recht und jetzt ist genug. Aber jetzt musst du mich für einen Augenblick entschuldigen. Ich will Lisa suchen. Ja. Die wird Augen machen, wenn sie dich sieht. Eieieiei, ist das ein hübscher Mensch, unser Tassilo. Benizek, ja. Ich glaube, dass zwischen ihm und dieser Gräfin Maritza... Eieiei. Fürstliche Gnaden meinen, da panschert sich was an. Benizek, du bist ein gewiegter Diplomat. No. Du wirst hier die Wahrheit ein bisschen herauskitzeln. Ja. Ich gehe inzwischen das Schloss weiter anschauen. Also mach's gut, Benizek. Ja, no, bitte schön. Ah, da kommt ja ein Mädchen. Ein sehr hübsches Mädchen. Eine hübsche Domestikin. Hallo, Heda. Mädchen, Kleine. Ja, wer ist denn das? Wie spricht denn der mit mir, mit der Gräfin Maritza? Ach so, mein Kleid. Der hält mich für ein Stubenmädchen. Mädchen, psst, komm her da. Ja, bitte? Sie ist ein bisschen schüchternig, aber sehr lieblich. Anscheinend weiblichen Geschlechtes. Also komm schon her, mein Trutzel. Da hört sich doch alles auf. Was wünschen Sie? Also nun nicht so hudri-wudri, hopp-sasa, ja? Also hör mal zu, mein Kind, weißt du, wer ich bin? No. Nein. Also, ich bin nämlich der Kammerdiener Ihrer Durchlaucht, der Fürstin Božena Gudenstein aus Chlumec, der Tante vom Grafen Tassilo, und soll hier diplomatischerweise was rauskitzeln. Sag mir, ob sich zwischen deiner Gräfin und unserem Tassilo etwas angebandelt hat. Ja, aber die Frau Gräfin hat euren Tassilo entlassen, was? Weil sie geglaubt hat, dass er nur auf ihr Geld spekuliert. Was ist hier? Ja. Diese Ursel, wir brauchen ihr Geld. Assova, bei unserem Porzellan. Ja, sie kränkt sich auch sehr, dass sie ihm Unrecht getan hat. Oh ja, die soll sich nur kränken, bis sie schwarz wird, so eine Bisshorn, so eine Xantippe, so eine Messalbinische. Was ja. Schimpfst du denn so? Na, das muss ich. Also durchlauchtigste Fürstin. Ich hab alles herausgekippt. Das ist großartig. Tassilo, komm her. Jetzt werden wir hören, was mit dir und der Gräfin Maritza los ist. Also, bitteschön. Also, die Gräfin Maritza,
Diese hat unseren Tassiloch hinausgeschmissen, weil sie gemeint hat, er ist scharf auf ihr Geld. Ach, sowas. Aber sie lebt ihm blödsinnig. Wer hat das gesagt? Nur die da, das Trutzerl. Aber Penischek, das ist doch die Gräfin Maritza selbst. Penischek, du bist ein diplomierter Esel. Jawohl. Jetzt komm mit mir hinaus. Wir müssen uns erst erholen von dieser Blamage. Ja, bitte schön, wir müssen uns erholen von dieser Blamage. Erholen wir uns. Nun, Herr Verwalter, haben Sie mir nichts zu sagen? Möchte schon, aber ich darf ja nicht. Und weshalb nicht? Ich habe mein Ehrenwort gegeben, nie wieder von Liebe zu Ihnen zu sprechen. Gut, sprechen dürfen Sie nicht, aber man kann doch schreiben. Richtig, das haben wir gar nicht ausgemacht. Und ich habe auch geschrieben. Hier, diese Zeilen wollte ich Ihnen eigentlich erst von Wien ausschicken. Aber vielleicht ist es besser, Sie lesen sie jetzt schon. Bitte. Ich sagte lieber, als ich schrieb, ich hab dich lieb. Von mir gedichtet, eigenhändig. Sehr schön. Und die Antwort? Ja, die steht in Ihrem Zeugnis. Ja, wo habe ich denn das? Hier. Als Verwalter muss ich dich entlassen, doch als Gatte würdest du mir passen. Von mir gedichtet, auch eigenhändig. Schöne Maritza, jetzt kommt etwas, das müssen wir mündlich abmachen. Ja, das finde ich auch. Es ist zwar schon ein bisschen veraltet, aber eine hübsche Mode und die wollen wir beibehalten. Ich trag mit starker Hand die Form.